Vor wenigen Minuten sind die Spieler in der Allianz Arena angekommen. Der Countdown läuft. Der FC Bayern tritt heute im Highlight-Spiel des Tages zu Hause gegen den in dieser Saison noch ungeschlagenen BSC an. Herzlich willkommen zur FC Bayern Matchday Show vor dem Spitzenspiel gegen die Hauptstädter. Der FC Bayern empfängt heute seine Verfolger aus Berlin. Alle Details zum Spiel gibt's gleich. Zuerst schauen wir mal auf den Spieltag, denn natürlich spielt nicht nur der FC Bayern heute gegen Hertha. Heute gibt es noch vier andere Partien und gestern gab es auch schon vier. Dortmund hat Wolfsburg zu Hause nach allen Regeln der Kunst vorgeführt. Das war ein 1:5. Ingolstadt, Frankfurt 0:2. Darmstadt und Hoffenheim haben sich 1:1 getrennt. Und der HSV bleibt auch in Freiburg sieglos. Der SC hat sich mit einem 1:0 durchgesetzt. Demnach sieht die Tabelle momentan so aus. Borussia Dortmund ist vorübergehend auf Platz 1, punktgleich mit Hertha, Bayern und Frankfurt. Aber das wird natürlich nicht von Dauer so sein. Das heutige Spiel wird entscheiden, wer auf dem ersten Platz in den nächsten Spieltag zieht. Die Aufstellung für heute haben wir natürlich auch schon im Tor. Wie sollte es auch anders sein? Manuel Neuer. In der Abwehr haben wir Philipp Lahm, der sich nach dem Magen-Darm-Virus wieder erholt hat. Javi Martinez, Jerome Boateng zum ersten Mal in der Startelf und auch David Alaba ist wieder fit. Im Mittelfeld hätten wir Thiago, Alonso und Vidal. Da wird wahrscheinlich sehr viel Spanisch gesprochen. Und den Angriff bilden Thomas Müller, der ebenfalls wieder fit ist, Robert Lewandowski und Franck Ribéry. Schauen wir mal auf die Auswechselbank. Da hätten wir Sven Ulreich, Mats Hummels, Arjen Robben, von dem Carlo Ancelotti gesagt hat, dass er zwar auf der Bank beginnt, aber eventuell 30 bis 45 Minuten spielen kann gegen Ende des Spiels. Und natürlich Rafinha, Coman, Joshua Kimmich und Sanchez. Zum ersten Mal tritt der FC Bayern in einem Pflichtspiel mit dieser Aufstellung an. Und es gibt in Bezug zum Spiel gegen Ingolstadt 5 Veränderungen in der Startelf. Ja, Jerome Boateng ist endlich wieder da. Es hat ja auch lange gedauert. Wir haben lange drauf gewartet. Und heute ist er zum ersten Mal wieder in der Startelf. Und nicht nur deswegen ist das Spiel gegen die Hertha ein ganz besonderes für Jerome Boateng. Denn, wie wir alle wissen, er ist Berliner, er hat seine Karriere bei der Hertha angefangen. Und deswegen sind diese Spiele, die Spiele gegen die Hertha, für ihn auch immer ein kleines Wiedersehen. Meinem Kollegen Nikolai Kube hat er erzählt, wie sich das so anfühlt. Mitten in der ersten heißen Phase dieser Saison meldet sich ein Eckpfeiler des FC Bayern zurück. Jerome, servus. Servus, hi. Jerome, dein Comeback am Samstag gegen Ingolstadt. 75.000 haben gejubelt, als sei ein Tor gefallen. Wie hast du den Moment wahrgenommen? Ja, es war natürlich schon ein besonderer Moment, auch weil die Fans voll da waren. Es freut einen natürlich gerade nach so langer Zeit, wenn man zurückkommt auf den Platz und dann so eine Unterstützung von unseren Fans. Nochmal vielen Dank und ich glaube auch, dass die Fans das ganze Spiel uns nach vorne getrieben haben. Wir haben ja nicht so gut gespielt dieses Spiel, aber trotzdem die Fans waren das ganze Spiel über sehr, sehr fair und sehr positiv gestimmt. Also man bekommt es dann schon auch mit, man ist nicht im Tunnel oder so? Nee, einen gewissen Tunnel schon, aber das habe ich schon mitbekommen, war schon sehr laut und das gibt denen natürlich schon so ein bisschen Gänsehaut. Jetzt wärst du eigentlich noch gar nicht im Kader gestanden, genau wie Arjen. Dann kam die Grippewelle und dann standest du plötzlich auf dem Platz. Ja. Ging dann schon alles sehr schnell, oder? Ja, es ging sehr schnell, aber ich habe mich schon so ein bisschen mental davor darauf vorbereitet, dass es passieren kann. Man weiß nie, was im Spiel passiert und die letzten Minuten waren ja noch mal ein bisschen enger und deswegen war es in Ordnung auch für mich und habe mich gefreut, dass ich der Mannschaft mit einem kleinen Beitrag vielleicht noch helfen konnte. Jetzt geht es gegen die Hertha schon am Mittwoch. Es ist ein Spitzenspiel. Die Hertha ist Tabellenzweiter, hat alles gewonnen, genau wie ihr. Ein bisschen überraschend für dich? Puh, nicht unbedingt. Letzte Saison haben sie auch super angefangen, gute Hinrunde hingelegt. Jetzt haben sie auch gut angefangen. Und ich verfolge ja Hertha natürlich sehr genau, weil es mein Ex-Verein ist und auch der Verein, wo ich groß geworden bin. Deswegen, also mich freut es natürlich. Und Mittwoch dürfen sie verlieren, aber danach können sie ruhig wieder gewinnen. Du sagst, du bist auch verbunden mit diesem Verein. Ja. Was traust du denn diese Saison zu, den Berlinern?
Ich glaube, dass sie sich nochmal gut aufgestellt haben, ganz gute Transfers hatten und auch so eine gute Mannschaft zusammen haben. Also es kommt auf jeden Fall so rüber, dass da ein guter Teamspirit ist. Für mich als Berliner hoffe ich natürlich, dass sie ins internationale Geschäft kommen. Dieses Jahr haben sie es leider verpasst, aber ich finde, dass Berlin, das ist sehr wichtig für Berlin. Und trotzdem seid ihr Favorit am Mittwoch. Bei euch, ihr habt alles gewonnen bis jetzt, trotzdem läuft ja noch nicht alles rund. Ist es ganz normal bei einem Trainerwechsel? Ja, ich glaube, es läuft schon ganz schön viel rund dafür, dass wir einen Trainerwechsel haben. Dass alles rund läuft, glaube ich, ist auch normal, dass es noch nicht so sein kann. Wir müssen uns auf jeden Fall verbessern. Jetzt kommen auch noch wichtige Spiele. Die Champions League geht weiter mit einem schweren Spiel und im Pokal. Also wir müssen auf jeden Fall weiter an uns arbeiten und fokussieren und die Sachen verbessern unbedingt, die wir noch nicht so gut machen. Was zum Beispiel? Ja, ich denke, jetzt im letzten Spiel haben wir haben ganz wenig Zweikämpfe gewonnen. Da müssen wir geschlossen agieren. Die haben die zweiten Bälle verloren. Und das war zu einfach für die Gegner, auch Torchancen sich zu erarbeiten, auch in den paar Spielen davor vielleicht. Und da müssen wir einfach besser wieder gegen den Ball arbeiten und wieder mehr als Mannschaft zusammen, weil das ist unsere große Stärke. Wir greifen zusammen an und verteidigen zusammen und das, denke ich, muss noch ein bisschen besser werden. Letzte Frage, ihr seid jetzt defensiv mit Mats noch besser aufgestellt. Dazu Javi, du, Holger hoffentlich irgendwann wieder. Da müsst ihr euch international nicht mehr verstecken, oder? Nö, es natürlich liest sich gut, aber wie gesagt, am Ende müssen wir es auf den Platz bringen und das ist das Wichtigste und ich hoffe, dass wir jetzt in den nächsten Wochen Stabilität bekommen und unsere Spiele gewinnen und nochmal einen Schritt nach vorne machen. Vielen Dank, Jerome, und guten Start. Danke. Gerne. Das ist auch mal ein guter Plan und wir schauen uns jetzt mal an, wer diesem Plan einen Strich durch die Rechnung ziehen will. Das ist die Aufstellung der Hertha. So laufen sie heute bei uns auf. Jahrstein, Pekarek, Stark, Eswein, Langkamp, Ibisevic, Alan Sosa, Plattenhardt, Weiser, Hagarucci und Lustenberger. Das, was auf den ersten Blick natürlich auffällt, ist, dass Wladimir Darida fällt. Der hat sich gegen Schalke einen Außenbandriss zugezogen. Aber einen Namen, den kennen wir alle hier in Bayern noch sehr gut. Mitchell Weiser, der hat nämlich den umgekehrten Zug getan, wie Jerome Boateng. Der ist aus München nach Berlin und hat sich da auch ganz fix als Stammspieler etabliert. Er hat mittlerweile für die Berliner schon doppelt so viele Spiele absolviert wie im Bayern-Trikot. Aber trotzdem kommt er noch immer sehr, sehr gerne zurück nach München. Wir werden uns nicht verstecken. Wir haben jetzt auch Selbstbewusstsein durch die drei Siege. Und wir fahren auch hin, um was mitzunehmen. Ich glaube, jetzt gegen Ingolstadt hat man gesehen, dass sie nicht unverwundbar sind. Wenn wir unser Spiel durchbringen können, dann ist was möglich. Und das ist unser Ziel. Wir haben jetzt noch nicht wirklich darüber gesprochen, wie wir gegen sie spielen wollen, aber ich denke, die werden sich was einfallen lassen. Natürlich in unserem Stil, nicht wie Ingolstadt oder wir werden keinen kopieren. Wir machen unser Spiel und dann sind wir auch gut gerüstet, denke ich. Ja, nix mehr, alte Dame. Das hört sich doch nach einer klipp und klaren Kampfansage an. Und die wird hier in München auch mächtig ernst genommen. Das hat Trainer Carlo Ancelotti gestern in der Pressekonferenz nochmal ganz deutlich zum Ausdruck gebracht. I saw the game that they played against Schalke, above all the game they played against Schalke. They played really well. They are dynamic team, compact team, aggressive team. They play quick in front. They have good individual quality, and so for this reason, it's not a surprise that they won three games like us. Berlin at in their last 10 Spiel sehr gut gespielt, gewonnen. Sie haben sehr gut Team Spirit. Es wird schwierig für uns morgen, aber wir müssen unsere Leistung 100%
100% gibt es jetzt bestimmt auch wieder von unserem Social-Media-Experten Max, wie ich den kenne. Max, was hast du uns aus den Untiefen des Internets mitgebracht? Ja, ich habe euch ja letzten Samstag dazu aufgerufen, uns eure schönsten Wiesenbilder zukommen zu lassen. Und da haben wir dank euch einen wiedergefunden, den wir sehr vermisst haben, und zwar Bernie, unseren Problembär. Ihr habt ihn gefunden auf der Theresienwiese hier. Wir haben ihn wirklich überall gesucht, aber wir hätten uns ja auch denken können, dass er da steckt. Das Mir-San-Mir-Lebkuchenherz ist dieses Jahr auch hoch im Trend und eigentlich viel zu schade, um gegessen zu werden. Einen perfekten Münchner Tag hat dieses Pärchen hier erlebt. Zuerst den Sieg gegen Ingolstadt in der Arena gefeiert und dann ging es noch ab auf die Wiesen und da verlieren sich dann die Spuren irgendwie so ein bisschen. Das hier ist der Beweis, dass nicht nur Jungs Lederhosen tragen können, sondern auch richtig fesche Mädels. Der Beweis, Mir ist an mir, das Lebkuchenherz ist, glaube ich, dieses Jahr der Kassenschlager. Die Wiesen gehen ja noch ein bisschen und ihr seid natürlich weiterhin dazu aufgerufen, uns eure schönsten Impressionen vom größten Volksfest der Welt zu schicken. Unter dem Hashtag FCB Matchday Show, ganz wichtig. Schöne Impressionen gab es auch diese Woche aus dem Training. Hier sehen wir Juan Bernat, das alte Schlitzohr, feigst ein bisschen mit Arturo Vidal rum. Und einer, der Arturo Vidal, glaube ich, den Spitznamen streitig machen will, das ist Thiago. Der hier oben ohne nach dem Sieg, das sieht ja ganz schön kriegerisch aus. Kulinarische Vorbereitung gab es bei Herrn Lewandowski. Levi beim Sushi, so hat sich glaube ich auch noch keiner auf die Hertha vorbereitet. Und endlich wieder in der Startelf ist Jerome Boateng, der Berlin-Boy, haben wir eben schon gehört. Der hat ab sofort nur noch den Blick nach vorne gerichtet und Fußball im Kopf, endlich. Genau hinschauen muss man jetzt beim nächsten Bild. Der zweite Lausbub von rechts. Er hat gepostet, lang ist es her, dass ich mich auf dieses Foto geschlichen habe. Es ist Thomas Müller, der feiert da im Kreise von Lisa Rizou und Michael Ballack und. Also sehr witzig, heute steht natürlich wieder im Vordergrund. Letzten Samstag haben wir euch den ersten Teil der Elfer-Challenge gezeigt zwischen Douglas Costa und Franck Ribéry. Eins sind wir euch noch schuldig und zwar, wie es ausgeht. Bitteschön. Ja. Er hat darüber gezeigt. Ah, er muss sagen. Ja. Genau. Also, genau. Er zeigt dir. Ich hab gesagt, ihr war hier für mich. Nee. Also nochmal, machen wir nochmal. Once again. Aber war gut, oder? Hier. Okay, ja. Ja. Ist gut. Ich will meinen Schuss. Ich muss auch einfach hochkommen. Ey, wo gibt es nochmal auf der Mittage, Mann? Nein. Ist jemand da? Was sagt die Mann? Deine Schuld. Okay. Also, 2:1 für Franck Ribéry und das, obwohl der arme Douglas Costa doch diese Woche Geburtstag hatte. Den bildlichen Beweis, dass Alaba, Hummels und Lahm wieder zurück im Training sind, haben wir hier. Thomas Müller ist übrigens einen Tag vorher schon wieder zurückgekehrt, deswegen nicht auf dem Foto. Und die sind natürlich genauso fokussiert wie der Rest der Mannschaft, das sehen wir hier beim Abschlusstraining. Auf dem Platz sind sie heute Rivalen. Neben dem Platz, das haben wir eben schon gehört, sind sie die dicksten
Buddies überhaupt. Die Rede ist von David Alaba und Mitchell Weiser. Der eine hinten links und der andere, so nehmen wir an, vorne rechts heute, die werden sich auf der Außenbahn das ein oder andere Duell liefern. Aber bei einem bin ich mir ziemlich sicher, egal wie das Spiel ausgehen wird, die zwei fahren auch in Zukunft noch zusammen in den Urlaub, so wie hier zu sehen. Und bleiben wir doch direkt mal bei Mitch Weisers Hertha. Die haben diese Woche einen, ja, ein bisschen sonderlich anmutenden Taktikvorschlag gemacht in Form von Paul Dardai. Wir haben schon einen Notfallplan mit unserem Busfahrer entwickelt. Wir parken in München das Tor so zu, dass unser schönes Logo zu sehen ist und wir keine Tore kassieren können. Dass das nicht ganz ernst gemeint ist, das verrät der nächste Post. Da steht Rune Jahrstein, der Torwart der Hertha, vorm Bus und es wird gesagt, naja, wir versuchen es doch mal lieber mit ihm. Der endgültige Beweis, dass die Social-Media-Abteilung der Hertha entweder von Mario Barth oder Cindy aus Marzahn betrieben wird, ist dann dieser Post hier. Wenn man dem Glauben schenken kann, ist das Titelrennen nach diesem Spiel schon entschieden, je nachdem, wer gewinnt. Und das Anschwitzen fand für die Berliner heute ja in teils gewohnter, ungewohnter Umgebung statt, vorm Olympiastadion, aber nicht vorm Berliner, sondern natürlich vorm Münchner Olympiastadion. Ein bisschen Heimat haben sie es vielleicht dadurch erhofft. Das Olympiastadion, die Allianz Arena hier, ist natürlich auch heute wieder ausverkauft, so wie jedes Spiel. Wenn ihr trotzdem noch die Chance haben wollt, die Resttickets euch zu ergattern, dann hat die HVB Bank vielleicht genau das Richtige für euch. Sie wollen regelmäßig live bei FCB-Heimspielen dabei sein? Dann holen Sie sich das FCB-Exklusivkonto mit kostenloser FCB-Mastercard. Sichern Sie sich den Zugriff auf ein Ticket-Sonderkontingent. Jetzt abschließen und zwei FCB-Heimspieltickets sichern. Also, sich dieses Angebot mal genauer anzuschauen, lohnt sich auf jeden Fall. Und ich glaube, Nicole, das Spiel Bayern-Hertha ist nicht das einzige Topspiel diese Woche. Kann das sein? Die Bayern Amateure haben gestern gegen den Tabellenersten aus Unterhaching gespielt. Zu Hause, so gut ging es nicht aus, wie wir uns das vielleicht für das heutige Spiel erhoffen. Aber schauen wir trotzdem mal rein. Spitzenspiel zur Wiesenzeit in der Regionalliga Bayern. Die Bayern Amateure empfingen als Tabellendritter im Grünwalder Stadion den noch ungeschlagenen Tabellenführer, die Spielvereinigung Unterhaching. Die Gäste gingen nach torloser erster Hälfte in der 52. Minute durch Sascha Bigalke in Führung. Der achte Saisontreffer des Ex-Bundesliga- und Zweitligaspielers, technisch astrein. Doch die Bayern zeigten Moral und eine ganz starke Reaktion. Erst hatte Karl-Heinz Lappe nur 6 Minuten später diese traumhafte Antwort parat. Der vierte Saisontreffer des Stürmers, ein Sahneflankentor, das der Kapitän in der 58. Minute ganz genau so wollte. Und die Bayern wollten jetzt mehr. Raphael Obermeier mit der Flanke, Marco Hingerl mit dem 2:1. Die Bayern hatten innerhalb von 5 Minuten die Partie gedreht. Mittelfeldmann Hingerl bei seinem dritten Saisontreffer in bester Knipsermanier. Weitere 5 Minuten später aber waren wiederum die Gäste dran und sollten erneut per Lupfer zuschlagen. Jim Patrick Müller mit dem Ausgleich in der 68. Minute. Das 2:2 zugleich der Endstand nach einer bemerkenswerten Leistung der Bayern-Amateure in der zweiten Hälfte. Da bin ich stolz auf die Mannschaften und speziell nach dem 1:0 auf der Leistung können wir aufbauen, die war aller Ehren wert. In der zweiten Halbzeit haben wir uns dann vorgenommen, mutiger zu agieren und auf unsere Chancen zu warten. Und das haben wir dann, denke ich, gut umgesetzt. Ich glaube, dass es meine Mannschaft verdient gehabt hätte, heute sich mit 3 Punkten zu belohnen, nicht nur mit einem. Den Wiesenbesuch als Belohnung für das erkämpfte Derby-Remis gibt es aber auf alle Fälle für die Spieler von Heiko Vogel. Ich glaube, die Jungs haben einen geplant, den haben sie sich auch verdient. Na dann, auf einen tollen Wiesenabend der Bayern-Amateure nach einem tollen Fußballabend. Ja,
Die Profis hingegen hoffen bei ihrem zweiten Wiesenheimspiel auf einen Sieg und die Statistik gibt ihnen in diesem Vorhaben auch mächtig Rückenwind. Die letzten 12 Wiesenheimspiele haben sie nämlich durch die Bank gewonnen und in den letzten 19 Bundesligaspielen zur Wiesenzeit haben sie sage und schreibe 49 Tore gemacht. Aber zu Wiesen sind nicht nur unsere Spieler ganz besonders gut drauf, sondern auch die Fans. Wir haben uns mal vor der Allianz Arena umgehört. Ja, es ist ein absolutes Topspiel. Das ist jetzt einfach einmal ein super Datum, auch mit der Wiesn. Das ist natürlich ein Schmankerl, das kommt wieder dazu. Zur Wiesnzeit ist schon noch was Besonderes. Ich habe gerade her, schnell Brotzeit gemacht und jetzt schlagen wir die Hauptstadt und sagen, wo die Hauptstadt vom Fußball ist. Ja, wir waren schon auf der Wiesn den ganzen Tag. Wir sind Karussell gefahren und Achterbahn, sensationell. Und jetzt sind wir da auf der Wiesn. Wie geht's denn heute aus? 4-0, denke ich. Für wen? Für Bayern. Ach so, ja, okay. Ja. Und unser Tipp ist? 3-1 Bayern! Ich sag, Bayern gewinnt 3-0. Relativ deutlich. 4-1. 3-0 für München. Ich sag 3-1. Machen wir es einfach, Gmari Wiesn, 3-0 für uns. 1-2-3 München! FC Bayern! Hola Rio! Hola Rio! Kraft sind's die Hertha! Bayern gewinnt! Da die sagen, auf geht's, Burm, Packmas! Packmas! Na, da kann ja nichts mehr schief gehen. Außerdem haben die Bayern alle 10 Spiele gegen die Hertha, oder die letzten 10 Spiele, Entschuldigung, gegen die Hertha gewonnen. Alle übrigens mit Thomas Müller auf dem Feld, der heute gerade deswegen einen Bundesliga-Rekord knacken könnte. Denn 11 Spiele in Serie gegen dieselbe Mannschaft zu gewinnen, das hat bisher noch niemand geschafft. Und zu einem Sieg, was braucht es? Tore, genau. Und wir sind ein Tor entfernt vom nächsten Zinssprung. Das heißt, sollten wir gewinnen und sollte Thomas Müller diesen Rekord knacken, dann gibt es wieder Jubel, nicht nur für die Bayern-Fans, weil das Team gewonnen hat, sondern auch, weil es ordentlich Zinsen gibt. Und jubeln können wir jetzt auch, denn unser Studiogast ist gerade eingetroffen. Wir haben ja versprochen, dass Holger Badstuber heute bei uns im Studio ist. Wir haben fleißig in den sozialen Netzwerken Fragen gesammelt. Er wird gerade verkabelt, aber jetzt kann es sich nur noch um wenige Minuten handeln. In der Zwischenzeit sage ich euch schon mal, wo ihr das Spiel hier bei uns auf den Plattformen verfolgen könnt. Ihr könnt natürlich wie immer im FC Bayern Webradio das Spiel live verfolgen, kommentiert von meinem Kollegen Herbert Steffe. Dann gibt es natürlich auch noch den Live-Ticker auf fcbayern.com und Twitter. Da wird natürlich auch immer alles live verfolgt. Und jetzt ist er hier. Hallo Holger, hallo. Schön, dass du da sein kannst. Ja, ich würde sagen, jetzt wo wir deine Fans so auf die Folter gespannt haben und auch natürlich gleich an die große Glocke gehangen haben, dass du heute bei uns sein wirst, frag ich dich ganz kurz, wie es dir geht, weil du trainierst ganz fleißig und intensiv, aber immer noch alleine. Mhm. Wann bist du wieder bei der Mannschaft? Ja, das wird jetzt nicht mehr allzu lange dauern, wie gesagt. Ich will mit voller Fitness zurückkommen und ja, es geht mittlerweile sehr gut, aber mir fehlen noch ein paar Prozente, wie man hier sehen kann. Ist es wirklich knapp vor. Und da hole ich jetzt noch ein paar Prozente raus in diese Woche und dann bin ich auch wieder dabei. Das wollen natürlich auch deine Fans sehen. Und dann würde ich gleich rüber zu meinem Kollegen Max geben. Der hat nämlich die Fragen in den sozialen Netzwerken gesammelt. Richtig. Holger, hallo auch von mir. Es kamen jede Menge Fragen rein. Eine durfte natürlich zu dieser Jahreszeit nicht fehlen. Gehst du gerne aufs Oktoberfest? Ich bin eigentlich nicht so derjenige, der gerne auf die Wiesn geht. Ist natürlich eine bayerische Tradition, ist auch immer schön, wenn wir als Mannschaft dort eingeladen werden. Aber ich will doch jetzt vor allem meine Zeit nutzen und wirklich vollständig gesund werden und nicht irgendwie auf der Wiesn rumhängen. Deswegen ist für mich das ist momentan Priorität, aber ich werde sicherlich mal vorbeischauen und mal was Leckeres essen. Sehr schön. Die nächste Frage, deine Rückennummer, die 28, hat eine besondere Bedeutung? Nee, als junger Spieler bekommt man einfach eine Nummer aufgedrückt. Das war damals die 28. Mittlerweile gefällt mir die Nummer sehr gut, von dem her war es eigentlich eine ganz gute Wahl. Wie sieht's aus, wenn du nicht Fußballer geworden wärst? Das ist auch noch eine Frage. Was wärst du dann geworden?
schwierig zu beantworten, da ich das eigentlich ja, so nahtlos bei mir überging zwischen Schule, Zivildienst, Profi sein. Von daher war es schwierig, dann auch was anderes zu überlegen, aber sicherlich, ich habe den Schulabschluss mit dem Fachabitur, als hätte ich eine Basis gehabt, um dann irgendwie weiter irgendwie zu studieren etc. Aber sicherlich hätte das alles mit Sport zusammengehängt. Es hat ja zum Glück geklappt. Vielen Dank, Holger Wartschuber. Okay. Ja, vielen Dank auch von mir. Ich weiß gar nicht, ob wir noch Zeit für mehr haben. Ich frage mal kurz. Alles klar, dann will ich nur noch von dir wissen, jetzt wo wir so ein bisschen in Verzug geraten sind und hier unten auch schon alles losgeht, wie wir vielleicht hören, was ist dein Tipp für das Spiel? Ja, es ist heute ja mit Hertha BSC eigentlich unser engster Verfolger momentan da. Von dem her ist einfach wichtig, dass wir natürlich gewinnen, aber doch so eine Machtdemonstration sollte natürlich schon auch dabei rausspringen. Deswegen müssen wir hochkonzentriert angehen. Ich hoffe auf ein klares 2-0. Und wo verfolgst du das Spiel? Ja, leider noch auf der Tribüne. Also ich würde gerne ja unten auf dem Rasen stehen, aber ganz in Ruhe auf der Tribüne. Okay, dann hoffen wir, dass du es bald nicht mehr von der Tribüne schauen musst und wir dich wieder in Aktion auf dem Feld sehen, wo du hingehörst. Vielen Dank, dass du es so knapp doch noch hier reingeschafft hast. Dankeschön. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Danke. Ja, gleich geht's los. Es sind nur noch ein paar Minuten bis zum Anpfiff. Und falls ihr noch eine Einstimmung braucht, falls der Holger euch noch nicht genug war, dann gibt's jetzt noch einen kleinen Zusammenschnitt der Highlights aus den letzten beiden Aufeinandertreffen zwischen Bayern und Hertha. Nach Abpfiff gibt's natürlich bei uns auf FC Bayern TV Plus wie immer alle Tore und alle Stimmen zum Spiel. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.